Also ich bin ja nur einer von 5 Partnern bei ENA. Aber mein persönliches Steckenpferd ist nun mal die Hotellerie und die Hotelimmobilie. Und für mich war dieses Spannungsverhältnis zwischen den Erwartungen auf der Investorenseite und der Hab-8-Position, die da herrscht, und der doch relativ, teilweise sogar euphorischen, also zumindest immer grundsätzlich positiven Stimmung auf der Betreiberseite. Das, was ich mitnehme und wo wir, glaube ich, auch als Bewerter daran arbeiten müssen, so die Transparenz zwischen diesen beiden Seiten herzustellen, die Kommunikation zu verbessern, auch zu den Banken. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir so als Bewerter, wo wir ja für beide Seiten arbeiten, unterwegs sein müssen.